Da die Pfarrkirche in Guntramsdorf dem heiligen Jakobus geweiht ist, war es vor 45 Jahren eine gute Idee, aus dem damaligen Weinfest die Jakobitage zu kreieren, die heuer ihren 45. Geburtstag mit einem schönen Festprogramm zelebrierten. Fast zwei Wochen lang feierten die sieben Guntramsdorfer Jakobi-Winzer und ihre zahlreichen Besucher das halbrunde Jubiläum. Zum ersten Mal fand es 1974 statt. Heute zählt das regionstypische Weinfest wohl zu den ältesten in der Thermenregion Wienerwald. Ein besonderes Festtag für Sie? Ein besonderes Fest sind jede Jakobitage. Es ist nur einmal im Jahr, es ist ein traditionelles Fest. Wir feiern, um genau zu sein, das 46. Mal die Jakobitage, aber im 45. Jahr, das ist die Besonderheit. Und so wie es aussieht, spielt auch das Wetter mit. Wir haben uns ein bisschen was mit Blumenschmuck gemeinsam mit dem Jakobikreis auch einfallen lassen und auch ein bisschen eine Beflaggung hier für das Fest. Und ich glaube, es ist ein würdiger Rahmen gegeben. Der Wein ist ein Kulturgut, ich habe es zuerst in der Ansprache schon gesagt, der die Landschaft pflegt, der Menschen Beschäftigung gibt, der aber auch Geselligkeit und Gesellschaft zusammenbringt. Ob es zu einem guten Gaserl Wein und zum Reden ist oder zum Essen als Begleitung, wie auch immer. Der Mensch wurde über die Jahrtausende immer dann gesellig, wenn es auch gutes Essen und gutes Trinken gab. Und da gehört das einfach dazu. Die Jakobitage selbst haben in Guntramsdorf eine sehr lange Tradition, 1974 gegründet und haben sich prächtig entwickelt. Es ist ein Wirtschaftsfaktor, ein zusammenkommender Faktor, ein Tourismusfaktor mit sehr vielen Wienerinnen und Wienern, mit durchschnittlich fast über 3000 Besucher pro Tag. Also irrsinnig viele, über den Zeitraum von 13 Tagen gemessen, rechnen wir mit fast 50.000 Menschen, die hierher kommen und den Wein genießen. So soll es sein. Es ist auch Tradition, weil wie das Kirchenhaus ist, wird da eröffnet. Und die Jakobitage haben einen eigenen Flair. Wie das Kirchen, das Weinfest hat einen eigenen Flair. Ist auch die Jakobitage auch irgendwie eigen. Und daher ist es wunderschön da rund um die Kirche, der Platz. Ist immer toll hergerichtet und es tut sich immer was. Man trifft viele bekannte Gesichter und daher fahren wir gern her. Bei der Eröffnung, wie immer mit von der Partie, der Dreiskirchner Traktor Oldtimer Club. Sie sind eine der wenigen Traktorfahrerinnen, aber sind eine ziemlich begnadete Fahrerin. Das stimmt. Sie sind Weltmeisterin? Oder? Ja, ich bin sechsfache Weltmeisterin in 24 Stunden Oldtimer-Traktor-Langstreckenrennen. Das war dann heute eine sehr kurze Runde für Sie, oder? Das ist richtig, aber eine sehr angenehme und schöne Runde bei diesem Publikum. Wie sitzt sich's da so? Also auf meiner Seite sehr unbequem, muss ich sagen, ja. Es ist, wenn man über die Schwellen und so fährt, ist es bei ihm sicher bequemer, weil er hat da so Polsterl. Regionale Weinfeste wie Guntramsdorf oder Pfaffstätten ziehen Einheimische und Touristen in Scharen an. Und das nicht erst seit gestern. Bei vielen Besuchern von heute werden Erinnerungen an damals wach. Als Guntramsdorfer weiß man zu feiern. Ja, also es ist auch immer, es hängt natürlich sehr vom Wetter ab. Es ist immer, aber wenn das Wetter halbwegs passt, dann sind die Menschen da und sitzen im Freien und genießen das. Hier die Atmosphäre bei der Kirche und es ist, glaube ich, immer ganz ein tolles gelungenes Event. Wann war Sie das erste Mal da? Da war ich ungefähr 14, habe da meine erste Liebe getroffen, muss ich auch ganz offen sagen. Da gab es das erste Bussi meines Lebens. Also ich habe wirklich großartige Erinnerungen an die Jakobitage. Wie gesagt, ich war ungefähr 14, 15 und ja, spannende Zeiten. Ich war HTL-Schüler. Wir hatten zwar wenig Ausgang im Internat, aber Guntramsdorf war fußläufig und mit dem Moped erreichbar. Und das war eine Sensation für uns natürlich. Ich bin das erste Mal dabei. Gott sei Dank darf ich einmal dabei sein, nachdem wir Jakobskirchen haben und der Jakobikirchtag natürlich Tradition hat. Dann haben wir gedacht, muss ich einmal herfahren und muss mich da erkundigen, wie es dazu geht. Der Besuch lohnt sich, oder? Werden wir schauen, ob er sich lohnt. Aber nachdem, wie viele Leute das da sind und wie gut das die angenommen wird, jetzt schon im Vorfeld, glaube ich, dass es sich lohnen wird. Auch wenn es jetzt wiederum ein Jahr warten heißt, auch im kommenden Jahr wird in Guntramsdorf mit Sicherheit wieder gefeiert werden. Es war eine wundervolle Zeit und das möchten wir auch. Die Gemeinde wird das auch weiterhin unterstützen, gemeinsam mit den Weinhauern in die heutige Zeit mitnehmen und weiterleben.